Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit Newcastle United. Die Magpies sind wieder auf Jagd nach Punkten. Momentan stehen wir mit 3 Punkten relativ gut. Wir haben das erste Spiel gewonnen, relativ glücklich wohlbemerkt, und haben Angebot für Callum Chambers. 49 Millionen bieten sie uns. Und ich kann euch schon mal vorwegnehmen, was passiert ist in der Episode. Im Endeffekt sind wir uns nicht einig geworden. Ich verlange 69, denn ich möchte ihn eigentlich nicht loswerden, wenn er jetzt schon so viel wert ist. Was wird er dann erst in Zukunft wert sein? Also von daher, naja, lieber nicht. Wir verpflichten hier ein paar griechische Spieler, die relativ gut aussehen, ein Amerikaner auch noch dazu. Geht auf jeden Fall gut klar, unsere Jugendarbeit. Und im nächsten Spiel spielen wir gegen West Ham. Ich habe gerade eben eventuell gesehen, Transferanfrage von Paul Pogba. Das wollen wir natürlich ausnutzen. So haben wir ja Ravel Morrison bei uns gekommen. Und dementsprechend wollen wir auch Paul Pogba im Idealfall von Arsenal spielt er, glaube ich. Arsenal. Loseisen. Wäre natürlich ganz schön. 23 Millionen ist ein Marktwert. Moral ist Abschied. Wir bieten 1 Million, das hat damals bei Ravel Morrison ausgereicht. Mal sehen, wie Arsenal reagieren wird. Ich kann es euch schon mal vorwegnehmen, sie werden ablehnen, denn Pogba ist plötzlich wieder zufrieden, warum auch immer, keiner weiß es, aber egal, wir gehen auf jeden Fall erstmal zum Transferangebot für Kyle Darlow, verkaufen den an Watford und sind dementsprechend unser Ersatzkeeper los. Zieler ist jetzt unser Mann im Tor, und also zumindest der zweite hinter Begovic, und damit passt das eigentlich ganz gut. Ich bin Nationaltrainer von Belgien, das habe ich gerade erst wieder gesehen, ich muss das auf jeden Fall nochmal loswerden irgendwie, weil das mag ich nicht. Wir werden in Zukunft mit 4-1-2-1-2 spielen, das ist die neue Formation, die wir ausprobieren werden. Allerdings habe ich das erst später festgestellt, denn hier sieht man, man kann Cabella nur, wenn man ihn wirklich ganz, ganz nah randreht, beziehungsweise Stindl hier gerade noch, Cabella wird normalerweise spielen, wenn man nur ganz nah ran macht, dann kann man ihn nur als zentraloffensiv Mittelfeldspieler spielen, und das möchte ich nicht, denn, also ganz nah ran möchte ich nicht, weil dann ist er zu wenig außen, ne? Versteht sich von selber, und als rechter Mittelfeldspieler möchte ich nicht, weil dann sein Rating nicht hochgeht, deswegen machen wir das Ganze anders, und zwar im 4-1-2-1-2, neue Formation also, 2 Flügelspieler, ein 6er und ein 10er, das ist auf jeden Fall mal was Neues, was wir ausprobieren können, vielleicht klappt es ja, 2 Stürmer noch dazu, auch das ist, naja, nicht so neu, aber mit einem 10er dahinter ist auf jeden Fall neu, und die mit 2 Außenzehnern quasi. Mal sehen, wie das Ganze so funktionieren wird. Ibrahimovic und Niang werden Stürmer. Ich muss mir auf jeden Fall noch einen nächsten Stürmer holen, denn wir haben nur Ibrahimovic und Niang als Stürmer. Wir können De Jong spielen lassen, wir können auch Campbell spielen lassen, wir können Reinholz theoretisch spielen lassen. Newcastle United zu Gast im Bowling Ground, und sie wollten heute wieder 3 Punkte einfahren, nachdem der Saisonstart nicht ideal verlaufen war gegen West Ham United, denn die Hammers sind einer der Lieblingsgegner von Trainer MGT. Ein schönes Stadion, wie er sagte, und eine gute Mannschaft, die uns allerdings vom Spielstil her liegt. Das war natürlich eine wunderbare Voraussetzung für die 3 Punkte, die sie hier heute mitnehmen wollten, und naja, das wollten sie tun, mit unter anderem natürlich wieder Marco Reus in der Startelf. Hier sehen wir ihn gerade, aber zunächst einmal schauen wir auf beispielsweise Andy Carroll, auf die Startelf von West Ham United. Auf der anderen Seite mittlerweile Prominenz pur, das Ganze hatte sich ja gewandelt in den letzten Jahren, Newcastle so erfolgreich wie noch nie in ihrer Vereinsgeschichte, und West Ham, naja, die hatten auch ordentlich aufgerüstet, allerdings nicht so krass, was die Prominenz angeht. Adrian im Tor, Lustig, Tomkins, Pejcinovic und Creswell in der Verteidigung. Davor Sissoko, Chigerci und Noble zusammen mit Nolan als Zehner. Mauro Zarate und Andy Carroll stehen zusammen im Sturm. Sehr, sehr solide Aufstellung auf Seiten von West Ham. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Prominenz war deutlich eher vertreten. Und wir schauen uns die Startaufstellung direkt mal an. Im Tor Begovic, davor Chambers, der momentan mit Gerüchten um Bayern zu kämpfen hatte. Sané, Laporte und Mendy komplettierten die Verteidigung. Sippel auf der 6, Draxler rechts, Reus links, Cabella auf der 10 und Ibrahimovic und Niang im Sturm. Das heißt, heute wieder eine andere Formation. MGT probierte einiges aus, und wir schauen uns Marco Reus an, der im linken Mittelfeld, bewacht von Aaron Creswell. Mal sehen, wie der sich machen sollte, und Ibrahimovic vorne sollte mit Niang für die Tore sorgen. Wir schauen mal rein, wie das ganze Spiel so losging, und es ging los mit Marco Reus, wie gesagt, ein sehr, sehr schneller Spieler, und zwar deutlich schneller auch als Creswell. Kriegt hier den Ball mit deutlich Rückstand, er holt sich den aber, und die Flanke wird im Endeffekt dann verhindert von Aaron Creswell, dem Rechtsverteidiger in der englischen Nationalmannschaft mittlerweile auch berücksichtigt. Allerdings war das dann so ziemlich die erste Szene im Spiel, und die letzte gute von Newcastle in der Anfangsphase. Die größeren Chancen, wie hier gerade gesehen, hatte West Ham. Danach ging es aber weiter mit einer Ecke für die Hammers, na, sehen wir hier. Noble wird die in die Mitte bringen, zeigt 3 Finger, was soll das heißen? Naja, wir wissen es nicht, denn das Ganze schlägt etwas fehl. Die Ecke wird reingebracht und rausgeköpft, beziehungsweise rausgebracht dann im Endeffekt von Begovic auf Niang, der durch die Beine von Sissoko auf Marco Reus, und wir haben angesprochen, wie schnell er ist. Er geht nach vorne, Pass auf Ibrahimovic, und dann läuft er, und dann läuft er deutlich schneller als Lustig. Sehr, sehr viel Rückstand, setzt sich durch, zieht in die Mitte, wunderbar vorbei an Tomkins, der Schuss abgewehrt von Pejcinovic. Das war wichtig in der Situation, so bleibt
bleibt es beim 0:0 kurz vor der Halbzeit. Nochmal Newcastle, wieder über Reus, der aktivste Spieler auf Seiten der Magpies. Die Flanke in den Rückraum abgewehrt zunächst, aber da ist Remy Cabella knapp am Tor vorbei. Es blieb beim 0:0 zur Halbzeit. Die Magpies mittlerweile in der Offensive deutlich stärker als die Hammers. Allerdings, ja, nicht so ganz zufrieden MGT mit der Leistung. Deswegen brachte er Niang, der sollte für mehr Explosivkraft auf der rechten Seite sorgen. Und er versuchte es direkt mal, verlierte den Ball, erobert ihn sich aber wieder und spielt den in die Spitze auf, ja, richtig, 7. De Jong, schade, der Ball geht am Tor vorbei. De Jong eingewechselt für Draxler, Niang auf rechts gedrückt und der Niederländer direkt mit seiner ersten Chance nach gerade mal einer gespielten Minute. Wäre schön gewesen und plötzlich waren die Hammers in der Offensive. Lange nichts mehr gesehen, dann der Ball von Chigerchi auf Andy Carroll, 1:0, 63. Spielminute. So schnell kann es dann gehen am Bowling Ground. Das war wirklich beeindruckend, wie schnell die das hier gemacht haben. Der schöne Pass von Chigerchi genau in die Schnittstelle. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen. Ja, unsortiert die Defensive und Andy Carroll ohne Probleme in die kurze Ecke. Begovic chancenlos. Newcastle musste jetzt nach vorne drücken. Sie versuchten alles, sie wollten unbedingt die 3 Punkte, sie wollten mindestens den Ausgleich haben. Ibrahimovic läuft sich hier quasi selber mit dem Ball in die Hacken, legt ihn dann in die Mitte auf Geis, mittlerweile eingewechselt, aber der kommt nicht richtig dran, deswegen bleibt es beim 1:0. Sie versuchten es aber immer weiter. Wieder Ibrahimovic legt nochmal zurück in den Rückraum auf 7 De Jong, da ist eine Lücke, er schießt drauf und wieder ist Adrian da, der Spanier. Er verdarb so ein bisschen die Angriffsbemühungen von Newcastle United. Die versuchten dann alles, Cabellan ging aus der Partie, der nächste Stürmer kam rein mit Adam Campbell, sehr, sehr schneller, junger Spieler, vielleicht nochmal etwas für die Verteidigung. Wir haben ja schon gesehen, dass Lustig und auch Creswell nicht die allerschnellsten sind. Allerdings, ja, geschah es direkt in dieser Szene. Wir sehen Callum Chambers, wir haben bereits angesprochen, er ist momentan bei Bayern im Gespräch und warum, das will man jetzt eventuell gleich sehen. Der Einwurf auf Marco Reus und er geht weiter nach hinten, sichert also ab, was wichtig ist in der Situation. Reus dann mit dem Ball nach vorne auf Mbaye Niang. Der geht über außen, versucht in die Mitte zu ziehen, macht das gut, will gleich hier, ja, die Flanke schlagen, schafft das nicht mehr ganz. De Jong schafft das auch nicht so wirklich, Ball wird abgegrätscht, aber da ist ja Callum Chambers mittlerweile mit aufgerückt. Flanke, Ibra, 1:1, jawohl, 90. Minute, der Ausgleich für die Magpies, wunderbare Flanke von Callum Chambers. Jetzt ist es immer mehr verständlich, warum Bayern den haben will und Ibrahimovic zeigt eine ganze Klasse. Er ist alt, aber er ist routiniert und macht den Kopfball hier gegen Tompkins rein. Keine Chance für Adrian, an diesen Ball ranzukommen. 90. Minute also der Ausgleich und das war die letzte Aktion der Partie. 1:1 trennt sich Newcastle United und West Ham United im Bowling Ground. Das war auf jeden Fall eine spannende Partie. Newcastle, ja, die schaffen es noch nicht wirklich Fuß zu fassen in der Saison. Für West Ham ist ein Punkt gegen den Meister definitiv gut. Da kam das Spiel irgendwie schneller, als ich erwartet hatte. Aber egal, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr haben möchtet, beziehungsweise wen ihr euch vorstellen könntet. Remy werde ich mal anfragen. Remy ist nämlich der Einzige, den wir hier gescoutet haben und der relativ günstig zu haben sein könnte, weil er, naja, einen auslaufenden Vertrag, ich kann echt nicht mehr reden, auslaufenden Vertrag hat. Und naja, wir kennen ja Newcastle United und wir kennen auch Loire Remy und wir wissen dementsprechend, dass der früher da mal gespielt hat. Deswegen passt das ganz gut. Eine Rückholaktion für unseren französischen Superstar. Da, aber vielleicht holen wir auch einen anderen Stürmer. Schreibt mir in die Kommentare, wen ich eventuell da holen soll, denn zum Scouten reicht die Zeit bis zum Transfer-Deadline-Day leider nicht mehr aus. Tut mir ein bisschen leid, aber kann man nichts machen. 55 Millionen ist dann die Deadline von Bayern. Die bieten hier auf jeden Fall nochmal was. Ich gehe dann auf 65 Millionen hoch und im Endeffekt werden die das ablehnen, was auch vollkommen okay ist, denn so kann ich Callum Chambers behalten. Wir müssen auf jeden Fall was in der Offensive tun, denn mit einem Stürmer, mit Niang und mit einem potenziellen Stürmer wie De Jong und zwei etwas jüngeren wie Ayoze Perez oder auch Campbell, eigentlich soll der eine ja weg, Ayoze Perez, und Reinholz ist ausgeliehen. Also von daher, so ideal ist es nicht. Und ein Top-Stürmer für die Premier League bzw. auch für die Champions League wäre dann doch nochmal ganz schön. Wir werden hier gleich noch bei den Aufträgen ein bisschen was ändern und zwar halt einen Stürmer suchen. Und da werden auch einige in den Sinn kommen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt. Wir haben ja ein bisschen Geld auf jeden Fall angespart und das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Im nächsten Spiel geht es dann übrigens gleich gegen West Bromwich Albion. Die haben an sich einen ziemlich guten Stürmer, zwei Jelle Fossen. Den können wir uns also nicht holen, aber vielleicht ja einen Christian Benteke oder sowas. Auch wenn ich das nicht so präferieren würde, ich würde lieber einen etwas unbekannteren bzw. einen etwas, ja, außergewöhnlicheren Spieler holen aus einer anderen Liga. Hier übrigens die Saisonleihe für Reinholz, der ausgeliehen ist dementsprechend. Wir werden einfach mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Haben dann noch einen Abschlussbericht zu Jay Rodriguez, den wir uns mal angucken. Allerdings ist der nicht so besonders stark mit seinem Alter von 28 Jahren. John-George Shelby und so lassen wir mal auf der Liste drauf. Alexander halt nur wirklich einen Stürmer und das muss ich auf jeden Fall noch verbessern. Wir machen die Startausstellung für das Spiel. Niang geht raus, De Jong kommt dafür in die Partie bzw. in den Sturm. Hier sehe ich übrigens auch gerade, ich habe wirklich nur einen Stürmer noch mit Campbell auf der Bank und mit Perez theoretisch, aber der soll ja weg. Rechts habe ich übrigens auch keine Alternative für Draxler. Dementsprechend wird der da spielen. Unsere Nachwuchsspieler müssen dann im nächsten Mal auf jeden Fall ran. Haben wir ja genug Gute und eventuell auch Oxlade Chamberlain, der sich ein bisschen bewerben muss, beziehungsweise Werbung machen muss für einen Verkauf. Niang kann theoretisch auch auf rechts, da brauchen wir einen neuen Stürmer. Viel Arbeit vor uns.
Newcastle United auf der Suche nach einem Ersatzstürmer für Zlatan Ibrahimovic und Mbayen Young oder sogar einem Topstürmer für einen dieser beiden. Das war zumindest die Verlautbarung der letzten Tage. Die Magpies anscheinend auf Stürmersuche und heute gingen sie erstmal auf Toresuche und zwar gegen West Bromwich Albion im St. James' Park, der natürlich rappelvoll war. Man wollte hier unter Flutlicht einen richtig schönen Sieg einfahren gegen die Broms und das sollte natürlich nicht einfach werden. Allerdings hatte man ja zumindest zuletzt gegen West Ham in der 90. Minute durch Zlatan Ibrahimovic den Ausgleich gemacht. Macht es besser als verloren zu haben und deswegen sollte es heute so gut wie möglich weitergehen. Auf der einen Seite viel prominent, auf der anderen Seite naja auch kein schlechter Kader, aber natürlich an sich nicht so stark wie der Magpies. Wir gucken zunächst einmal auf die Startaufstellung der Gastgeber und da hat sich ein bisschen was verändert. Die Formation war geblieben, aber die Innenverteidigung hatte sich verändert. Begovic, Chambers, Inigo, Martinez, Laporte und Mendy. Martinez anstelle des ja zuletzt schwachen Sanés in die Startelf gerückt. Sippel auf der 6. davor, dann Draxler, Reus, Cabella, Ibrahimovic und Sim De Jong in der Startelf. Niang nur auf der Bank. Man wollte mit mehr Kopfballstärke kommen in dieser Partie, denn naja, die Innenverteidiger von West Bromwich Albion relativ groß, relativ kopfballstark mit Dawson und Olsen. Davor dann, ja, in der Defensive Ben Foster im Tor, Gamboa und Pocognolo auf der Außenverteidigerposition, Jakob im zentralen Mittelfeld zusammen mit Mulumbu, Ryan Taylor, Gufra und Dos Santos in der Offensive zusammen mit Jelle Fossen, dem Stürmer Geis, erneut nur auf der Bank. Ihm war versprochen worden, in der Zukunft mehr Spielpraxis zu bekommen, aber Sippel momentan viel zu stark, als dass man Geis spielen lassen könnte. Hat auch nicht überzeugt, nach seiner Einwechslung gegen West Ham. Und wir gehen in die erste Szene der Partie und die war gleich auf Seiten von Newcastle. Es ging nämlich gleich richtig stürmisch los. Chambers, letztens mit der Torvorlage für Ibrahimovic, hier mit dem Ball auf Ibrahimovic und es steht 1:0. Vierte Spielminute, die Vorlage von Chambers, der Schuss von Ibrahimovic, diesmal nicht der Kopf, sondern der Fuß, der Außenriss, um genauer zu sein, der hier das Tor für die Magpies erzielt. Wunderbares Ding, aber da muss sich Foster an die eigene Nase fassen. Das war nämlich ein klarer Torwartfehler, man sieht es hier. Der Schuss von Ibrahimovic, den muss er haben. Fährt die Arme nicht richtig aus, deswegen geht der Ball überhaupt rein. Das darf einem Premier League-Torwart nicht passieren. Und dementsprechend steht es 1:0 für Newcastle. Allerdings antwortete West Brom gleich passend mit Gouffra, dem ehemaligen Magpie, mit der Ecke in die Mitte. Ein bisschen Kuddelmuddel. Begovic wird eigentlich behindert, wird nicht abgepfiffen. Der Ball kommt zu Dawson. 1:1. Achte Spielminute, der Ausgleich für West Bromwich Albion. Das war mehr als glücklich, denn es hätte abgepfiffen werden müssen. Es wurde nicht abgepfiffen und so kann der Innenverteidiger sein erstes Saisontor machen. Bitter für die Defensive, die hatte da auch nicht mehr wirklich gut ausgesehen. Relativ schlafmützig dann im Endeffekt verteidigt. Und der Engländer mit seinem, wie gesagt, ersten Saisontor, die mitgereisten Fans natürlich aus dem Häuschen. Und wir schauen das Ganze nochmal an. Das war wirklich sehr bitter. Hier wird Begovic behindert und dann kommt der Ball hier irgendwie zu Dawson und durch die Beine von Inigo Martinez und fahren Begovic vorbei zum 1:1. Es ging nach dem Anfang aber direkt weiter mit Offensivbemühungen von Newcastle. Sieben De Jong sehen wir hier auf Cabella in den Rückraum. Wunderbar gespielt. Cabella setzt sich durch. Der Pass wieder in den Rückraum auf De Jong. Der rutscht aber aus und versucht dann nochmal irgendwas rauszuholen. Der Schuss abgefälscht von Jakob. Es gibt den Eckball. 1:1, also weiterhin nach 15 Minuten. Dann gab es einen Freistoß. Sehr, sehr blödes Foul von Olsen hier auf der Außenbahn gegen seinen Landsmann Zlatan Ibrahimovic. Da gibt es noch ein kleines Gespräch zwischen den beiden Schweden. Allerdings gab es dann auch vollkommen zu Recht die gelbe Karte. Bitter für Ibrahimovic hier gefoult worden zu sein. Die Flanke hätte eventuell was ergeben, aber so die Freistoßchance für Marco Reus und das kann der auf jeden Fall. Mit sehr viel Effekt getreten, aber Foster ist aufmerksam und es bleibt beim 1:1. Danach wurde Newcastle plötzlich zurückgedrückt. West Brom wurde aktiver in der Offensive. Jakob hier mit dem Ball auf Gouffran, direkt mit der Hacke auf Taylor und wunderbare Parade von Begovic. Hat er gut gemacht. Chambers klärt dann im Endeffekt gegen den heranrauschenden Pocognoli. Allerdings wurde West Brom jetzt wirklich stärker und das auf Dauer. Fossen hier, der Belgier mit dem Ball, spielt ihn zurück auf Mulumbu, der nach vorne auf Dos Santos und der mit dem schönen Ball auf wieder mal Gouffran. Sehr aktiv in der Anfangsphase der ersten Halbzeit. Und auch in der Mitte der ersten Halbzeit blieb er weiterhin aktiv. Hier hat er die Chance vergeben, aber bekam gleich die nächste. Der Ball auf Dos Santos. Ja, am Tor vorbei. Inigo Martinez hat er abgewehrt. Und jetzt kommt nämlich die Chance für Gouffran mit Flanke. Hat beim 1:1 gut funktioniert. Ja, der Eckball, wir erinnern uns. Diesmal kommt er auf den Kopf von Martinez und der köpft ihn raus. Machte eine sehr, sehr gute Partie, der spanische Innenverteidiger vor der Saison verpflichtet. Nach der Halbzeit ging es dann weiter wie im Anfang der ersten Halbzeit. Newcastle kam deutlich besser raus. Spielte direkt und ja, sehr direkt auch wirklich nach vorne mit Cabella. Hier am Ball gegen Jakob, setzt sich durch. Der Argentinier irgendwie noch ein bisschen ja, schläfrig sozusagen. Geht in 16er. Dawson kommt nicht richtig ran. Cabella immer noch Remy Cabella. 2:1 Newcastle. Das war überraschend. Denn Newcastle bis zur Halbzeit nach dem Tor, beziehungsweise nach der letzten Torchance von Marco Reus nach 16 Minuten wirklich chancenlos. Und plötzlich waren sie wieder da nach der Halbzeit einfach wacher als West Brom.
Und naja, dann steht es halt nun mal 2:1. Allerdings versuchte sich West Brom direkt wieder in der Offensive. 57. Minute, Goufra macht eine richtig gute Partie gegen seinen Ex-Verein. Ball kommt auf Jakob, der auf Fossen, der verfällt sich da ein bisschen. Und der Ball kommt trotzdem auf Dos Santos. Knapp am Tor vorbei, gute Chance für den Mexikaner. Es blieb aber beim 2:1. Und weiter versuchte es nur noch West Brom. Die hatten jetzt wieder Newcastle hinten eingeschnürt über Jakob. Der Ball auf Taylor, der macht das da an sich gut, hat viel Platz. Die Flanke war viel zu weit, allerdings schlecht geklärt dann von Chambers. Der Ball kommt nochmal in die Mitte, da ist wieder Taylor, Pfosten, Taylor. Und in der Mitte steht noch einmal Jelle Pfosten. 2:2, 70. Spielminute, das darf so nie und nimmer passieren. Draxler war es übrigens und nicht Chambers, der den Ball wieder in die Mitte gebracht hatte, wieder scharf gemacht hatte, was vollkommen unnötig war. Einfach nach außen gehen lassen und es wäre niemals so passiert, aber so steht es jetzt 2:2. West Brom kommt also ran, verdient wohlbemerkt, denn sie hatten gut gespielt. Hier das Doppelpassspiel, wunderbar von Pfosten und Taylor und Begovic wieder chancenlos. Newcastle wollte das aber nicht auf sie sitzen lassen und kam wieder plötzlich nach vorne, nach dem Ausgleichstreffer. Mendy macht das hier gut, geht in den 16er rein. Da ist Gamboa gegen ihn und das ist dumm vom Costa Ricaner. Und es gibt zu Recht hier den Elfmeter in der 84. Spielminute. Ganz, ganz blöde Aktion da von Gamboa. Mendy ist in der Situation einfach schneller, geht in den 16er, kann niemals mit rechts schießen, ist Linksfuß, wissen viele in der Premier League. Gamboa anscheinend nicht. Er zieht am Trikot, Mendy nimmt das dankend an, fällt hin und dementsprechend gibt es gerechtfertigt den Elfmeter und die Chance für Marco Reus auf seine Bude und somit auf den eventuellen Siegtreffer. Zunächst einmal zumindest den Führungstreffer für Newcastle United. Der deutsche Neuzugang. Vor der Saison ablösefrei gekommen von Borussia Dortmund. Sehr, sehr auffällig in der Partie gewesen. Genauso wie gegen West Ham und hier mit seinem Tor zum 3:2. Das Stadion aus dem Häuschen. Marco Reus angekommen in Newcastle. Und wie die ersten drei Spiele machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Olsen ist da ein bisschen verzweifelt, denn sie standen hinten wirklich gut, aber teilweise halt einfach zu lapidar verteidigt, wie gerade von Gamboa gegen Mendy. Und dementsprechend macht Marco Reus das 3:2. Und naja, wie schon davor versuchte West Brom zurückzukommen. Sie drückten nach vorne, 90. Minute, Eckball, ausgeführt natürlich vom starken Goufra. Der kommt nochmal gut in die Mitte, wieder wird der Begovic behindert, wieder nicht abgepfiffen. Mulumbu nochmal mit dem Ball auf Dos Santos, nicht im Abseits, Dos Santos! Durch die Beine von Begovic, der den Ball aber irgendwie ans Außennetz bekommt. Und das war die letzte Szene der Partie. Newcastle also mit einem Heimsieg, einem wichtigen Dreier für die Psyche, vor allem der Magpies, der Meister also, ja, relativ gut dann doch in die Saison gestartet. Auch dank Asmir Begovic, die Fans sehr zufrieden, die mitgereisten Broms waren nicht so super zufrieden. Nächstes Mal muss es besser werden in der Defensive. In der Offensive können sie so auf jeden Fall mithalten. Irgendwie ist das alles heute ein bisschen lang hier. Naja, die ganzen Soundspuren. Egal. Läuft auf jeden Fall. 3:2-Sieg gegen West Bromwich Albion. Das Ganze im Endeffekt ein bisschen unverdient, denn die haben wirklich schon ziemlich Druck gemacht, die Broms. Aber gut, mir ist es egal, denn Sieg ist ein Sieg. Wir kriegen gleich eine Antwort für Loire-Rémy und das wird nicht so schön werden, denn Chelsea möchte tatsächlich mehr Geld haben, als wir theoretisch ausgeben möchten. Hier haben wir nochmal ein paar theoretische Stimmen. Michy Batshuayi ist davon für mich zumindest momentan der attraktivste. Bei Beck finde ich gar nicht interessant. Paulsen theoretisch schon. Neil Mopay dann eher noch Martial. Wir auf jeden Fall mal schauen, was wir da noch so kriegen in den nächsten Tagen und ihr könnt mir nochmal Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich garantiere für nichts, aber kann durchaus sein, dass ich sie berücksichtige. In der nächsten Episode geht es dann gegen Manchester City. Die Pressekonferenz haben wir gerade abgehandelt und damit beenden wir jetzt diese Episode und davor kriegen wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz die Bestätigung, dass wir für Rémy mehr bezahlen müssen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Was haben wir denn da noch alles, alter Schwede? Ach ja, Armada und dann hier Chelsea, ne? Wissen wir Bescheid. Bayer lehnt das Angebot ab, geänderter Spieltermin, alles nicht mehr so interessant. Wir bieten 10,5 Millionen für Rémy und damit war es das von dieser Episode. Ich hoffe, euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.